Zukunft, Beflaggung des neuen Rathauses Dresden mit der Mottoflagge 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland an drei Tagen in diesem Jahr, 5. September, dem Tag der jüdischen Kultur, dem 9. November, der Reichspogromnacht und 20 Jahre Dresdner Synagoge und den 11. Dezember, den Jahresedikt von 321. Es ist bei der Tagesordnung Rederecht vereinbart worden. Ich bitte, die Gespräche einzustellen und die dann wirklich auch darauf zu konzentrieren, für Frau Stellmacher. Und deswegen darf ich Sie, Frau Stellmacher, bitten an das Mikrofon. Und auch Sie haben, wie jeder andere Redner, 5 Minuten Redezeit. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich wurde eingeladen, zu diesem Tagesordnungspunkt, diesem Antrag, etwas zu sagen. 1700 Jahre Juden in Deutschland, an dieser bundesweiten Aktion beteiligt sich ja auch Dresden. Vor 1700 Jahren, da gab es Dresden noch nicht. Was bedeutet das also für unsere Stadt? Es bedeutet, von Anfang an gehörten Juden dazu. Es war jedoch für sie eine wechselvolle Geschichte, auch mit Zeiten ihrer Verfolgung und Ausweisung. Darüber kann man auf verschiedene Weise erzählen, in jedem Fall aber ist es eine gemeinsame Geschichte. Die Flagge am Rathaus ist ein Beitrag zu dieser Aktion 1700. Eine Willenserklärung. Sie ist ein Zeichen dafür, dass sich die Stadt als ein Ganzes aus der Vielfalt versteht. Sie symbolisiert, was die Stadt tut und fördert. Dazu gehört die Bildungsarbeit verschiedener Vereine, die Volkshochschule und verschiedene Initiativen. Dazu gehören die Religionen in der Stadt und das Judentum mit einem festen Platz darin. Und das Leben der jüdischen Gemeinde, egal was in den Pässen der Gemeindemitglieder steht. Die Flagge am Rathaus ist eine Ermutigung, soll eine Ermutigung sein für die, die den Antisemitismus zu spüren bekommen. Alle gehören zusammen. Die, die angefeindet werden, sollen wissen, dass die Stadt an ihrer Seite ist. Und die Flagge ist ein Merkzeichen. Eine Gedankenstütze für das, was zu tun ist. Als Appell, aber dass es als Appell hilft an die, die antisemitischen Verschwörungsideologien anhängen, das bezweifle ich. Aber es könnte diejenigen stärken, die dem etwas entgegensetzen wollen. Und es gilt zu prüfen, sind die Verhältnisse, sind unsere Verhältnisse eigentlich gerecht? Was muss verbessert werden? Ich nenne ein Beispiel. Es gibt in der Praxis Ungleichbehandlung. Dort, wo die Behörden nach Vorschriften urteilen, die auf der Ungleichheit von Menschen beruhen. Das hat Folgen für die jüdischen Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, deren Berufsabschlüsse nicht anerkannt wurden, die nun mit Altersarmut kämpfen. Für deren nicht-jüdische Familienangehörige, die hier keinen dauernden Aufenthaltsstatus bekommen, und für deren Familienmitglieder, die noch herkommen wollen. Für diese Menschen ist eine behördliche positive Integrationsprognose die Voraussetzung für die Zuzugsgenehmigung. Alter und Behinderung werden negativ bewertet. Aber Integration ist nicht allein die Aufgabe der Zuwandernden. Sie allein können es nicht schaffen. Es ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, eine Aufgabe aller, ein gemeinsames Ganzes herzustellen. Und diese Flagge ist ein Symbol in diese Richtung.
An 3 Tagen soll die Flagge gezeigt werden. Zum 5. September, dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur. Der wird seit 1999 begangen und soll dazu dienen, Judentum besser kennenzulernen. Zum 11. Dezember, dem Jahrestag des Edikts von 321 für die Juden in Köln, das vor 1700 Jahren erlassen wurde und das zeigt, dass die Geschichte der Juden ein festes Bestandteil unserer gesamten Geschichte ist. Und schon vorher zum 9. November, dem Gedenktag an den Novemberpogrom 1938. Bitte nicht von Nacht sprechen, Reichspogromnacht, dem folgte der Reichspogromtag. Viele sahen, was passierte oder beteiligten sich sogar. Aber der 9. November in diesem Jahr ist zugleich der 20. Jahrestag der Einweihung der neuen Synagoge in Dresden. Und das ist ein doppelter Grund, Flagge zu zeigen. Die Synagoge gehört fest zur Stadt. Sie muss ein genauso sicherer Ort sein wie Kirchen und wie das Rathaus. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Stellmacher. So, mir sind vorher signalisiert worden, ich sage mal 1,5 Reden, deswegen würde ich mal auf die Fraktionsrunde im Aufruf verzichten, sondern direkt aufrufen. Und da ist Frau Nikolov gemeldet, verzichtet. Und Herr Hecht bei Bedarf verzichtet auch. Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Kreis? Das sehe ich nicht. Dann können wir direkt über den ja auch sehr deutlich, nämlich einstimmigen Ausschussbericht abstimmen. Wer dem federführenden Ausschussbericht seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Dann einstimmig mit 64 Ja-Stimmen. Vielen Dank, ein sehr schönes Zeichen aus dem Dresdner Stadtrat. Für ein gutes Miteinander. So,